Wir haben gerade die Mittelwerte betrachtet. Und die Mittelwerte können wir uns vorstellen wie der Klassensprecher in einer Klasse. Und die Frage ist, wie repräsentativ ist der Klassensprecher? Und jeder Klassensprecher müsste im Grunde auch immer ein Streuungsmaß mit dabei haben, wenn die Frage auftaucht, wie sehr vertrittst du überhaupt die Gruppe, die du vorgibst zu vertreten? Mittelwerte haben zwei Grundprobleme, beziehungsweise ein Grundproblem. Ein Grundproblem. Und zwar das Grundproblem, notieren wir es auch ruhig so, wie ich sage. Das Grundproblem der Mittelwerte ist rechter Fuß im Eiswasser und linker Fuß im heißen Wasser ergibt angenehme Temperatur. Rechter Fuß im Eiswasser und linker Fuß in kochendem Wasser ergibt angenehme Temperatur. Was meine ich damit? Nehmen wir an, wir wollen ein Auto bauen für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Und wir verzichten darauf, diese Menschen einzeln zu vermessen, denn um das Auto zu bauen, brauchen wir Angaben über die Körpermaße, über die Größe dieser Menschen. Und sag mal, habt ihr nicht einen Klassensprecher? Einer, der für alle spricht. Und dann meldet sich einer und sagt, ja, 1,75 Meter im Durchschnitt. Was ist aber, wenn die Gruppe besteht aus Menschen, die 1,50 Meter sind und Menschen, die 2 Meter sind? Und es gibt überhaupt keinen Menschen, der 1,75 Meter groß ist. Dann fliegen wir mit unserem Auto auf die Nase. Aber richtig. Das ist das, was dieses Bild hier ausdrücken soll mit den Füßen in den unterschiedlichen Temperaturen.